Und das findest du so traurig? Ja, ich kann nicht einfach weinen. Oh, oh nein. Ich will die nie wiedersehen. Nee, auch nicht die Musik. Nein, muss. So, ich hoffe, dass heute das Mikro etwas besser ist. Ja, hi ihr Lieben. Wenn ich jetzt gerade ein bisschen verheult aussehe, ist das alles gut. Die Auflösung bekommt ihr gleich. Es ist einfach heute mal ein sehr emotionales Thema. Also ich bin jetzt gestern über ein Thema gestolpert, was ich schon länger machen wollte, aber noch nicht dazu gekommen bin. Nur jetzt ist es gerade akut, deswegen mache ich es heute. Es geht um das Thema Hochsensibilität, hochsensible Kinder und dass man das bitte, bitte ernst nehmen soll. Ernst nehmen in Bezug auf, dass Kinder mit hoher Sensibilität tatsächlich leiden. Folgendes ist passiert. Wie alle ja bestimmt auch schon festgestellt haben, sind alle Menschen so vor Weihnachten so schrecklich emotional oder auf Emotionalität gepolt. Was mich persönlich ankotzt und was auch in der Vergangenheit immer ausschlaggebend dafür war, dass ich den Dezember wirklich gehasst habe. Weihnachten ist überhaupt nicht mein Fall. Die ganze Weihnachtszeit ist nicht mein Fall und aber warum das so ist, dazu komme ich in einem anderen Video. Aber Weihnachten, also die Weihnachtszeit, die Vorweihnachtszeit, Weihnachten, der ganze Dezember inklusive meinem Geburtstag war immer sehr schwer zu ertragen für mich. Was auch damit zusammenhängt, dass eben überall so viel Emotionalität herrscht. Emotionalität, die ich das ganze Jahr mit mir rumschleppe. Und gerade im Dezember müssen alle ihre Emotionen rauslassen. Und das ist anstrengend, das ist stressig. Es ist natürlich anstrengend, wenn vor allen Dingen auch die Werbung auf diesen Zug aufspringt und sehr emotionale Werbevideos macht. Und es ist eben so, dass ich ein hochsensibles Kind war und zwei hochsensible Kinder habe. Und das war bei meiner großen Tochter, die inzwischen 16 ist, auch so. Und meine kleine Tochter ist auch ein hochsensibles Kind, was sich durch verschiedene, ich will nicht sagen Symptome, es ist ja keine Krankheit, aber eben durch verschiedene Verhaltensweisen bemerkbar macht. Und gestern war es eben so, dass ich ein bisschen mit mir gekämpft habe, weil eigentlich möchte ich meine kleine Tochter nicht so vorführen. Aber es ist doch wichtig, dass mal gezeigt wird, wie das bei hochsensiblen Kindern so abgeht. Wie gesagt, emotionale Werbevideos und jetzt ist es eben dazu gekommen, dass meine Tochter ungewollt eine Werbung gesehen hat, die sie so sehr ja, berührt hat, dass sie tatsächlich, dass es dramatisch wurde. Meine kleine hochsensible Tochter, gerade mal 5 Jahre alt, hat gestern ein Video geguckt bei YouTube, kindgerecht natürlich, und vor kindgerechtem Content bei YouTube wird eben auch kindgerechte Werbung geschaltet. Und somit passierte Folgendes. Ich hatte ein Video gesehen und davor wurde die Werbung oder eine McDonald's-Werbung geschaltet. Und McDonald's-Werbung könnte ja mal meinen, ist vielleicht nicht ganz so emotional. Aber in dem Fall war es so, dass sie das gesehen hat und
Ja. Ich habe ihre Reaktion nicht gefilmt, in dem Sinne, sondern ich habe sie audiotechnisch festgehalten, um euch mal zu zeigen, wie das so läuft und vor allen Dingen, oder vielleicht auch Eltern, die gar nicht wissen, dass sie ein hochsensibles Kind haben, zu zeigen, wie Kinder eventuell auf sowas reagieren. Honey, was ist denn los? Die Wärme war so traurig! Ich hab sie doch schnell weggemacht. Was ist denn daran so traurig? Also, dann sitzt er alleine, dann stellt er sich hin, dann ist er was Zug angekommen, dann steht da ein Krieg und dann war der Mama da, war hoch und dann hat ein Mädchen ihn weggenommen. Und das findest du so traurig? Ja! Ich will die nie wiedersehen! Nee, auch nie die Musik! Nein, musst du nie wieder hören und nie wieder sehen. Ich verspreche es dir. Dann löscht er doch einfach! Ja, das ist ja Werbung, die wird von dem Video geschaltet. Aber ich pass auf, wenn die nächstes Mal kommt, mach mir die sofort weg, okay? Aber wenn du Kopfhörer hast, hörst du es gar nicht. Musstest du auch schon mal so unterwerfen? Ich muss immer ganz oft weinen. Ich habe die Werbung gesehen und musste auch weinen, deswegen gucke ich mir die auch nie wieder an. Als ich ein Kind war. Bei mir kommt die Öfter! Und als Kind musste ich auch ganz oft weinen. Ei! Oh nee, alles gut, alles gut. Ei, ei. Okay. Ich möchte die Werbung nie wieder! Ja. Ich passe auf, okay? Kennt Papa die Werbung schon? Ja, ich glaube schon, aber ich zeige sie eben nochmal, okay? Und schlaf gut. Das ist Emil der Eisbär und ist McDonalds-Werbung. Ach ja, vielleicht sollte ich ja noch sagen, ich hatte zu diesem Zeitpunkt, wo ich das aufgenommen habe, die Werbung selber noch gar nicht gesehen, sondern habe nur geguckt, was es ist. Und dann stand ja Emil der Eisbär, McDonalds-Werbung. Und dann wusste ich schon, da läuft der Hase lang. Und deswegen habe ich mir heute Nachmittag dann die Werbung, und zwar vor diesem Video hier angeguckt. Deswegen, ja, meine Reaktion bekommt ihr jetzt. Der Witz ist ja, dass ich das Video gerade eben schon gesehen habe und ich musste heulen. Leider habe ich da vergessen, auf Aufnahme zu drücken, was jetzt auch nicht so lustig ist, aber ich glaube, meine Reaktion ist eindeutig, wenn ich das Video nochmal laufen lasse. Aber ich muss es ja auch nochmal laufen lassen, weil ich es ja euch zeigen muss. Sonst weiß ja kein Mensch, worum es geht. Also, Emil der Eisbär bringt Kinderaugen zum Leuchten. Absoluter Horror für hochsensible Kinder und Mütter. Die Musik ist, glaube ich, das Schlimmste an der ganzen Sache. Ja, McDonalds. Unnötige Scheiße. Absolut unnötige Scheiße, kann ich da nur sagen. Aber das ist ein anderes Thema. Von wegen, warum alle Menschen und die Medien und die Werbung zu Weihnachten so fucking emotional werden muss. Das ist echt unnötig. Das ganze Jahr über gibt's Scheiße auf der Welt. Da muss man nicht... Ups.
Sorry, mein Handy. Und da muss man nicht Weihnachten unbedingt mit aller Gewalt darauf hinweisen. Ja, meine Reaktion ist eindeutig. Warum meine Tochter so reagiert hat, kann ich absolut nachvollziehen. Und ja, normalerweise halte ich mich von sowas fern, bewusst sowas fern. Da gucke ich lieber Horrorfilme oder Horrorvideos. Da weiß ich, dass ich da nicht so lange mit zu kämpfen habe und dass ich nicht so emotional eskaliere wie, was weiß ich, bei irgendwelchen Dramen. So. Also meine Tochter konnte mir ja mitteilen, was Sache ist, was mit ihr los ist. Bei meiner großen Tochter war es so, dass sie auch sehr früh mit sowas anfing, aber mich anfangs erst immer belogen hat und das war für mich ein absolutes Alarmzeichen. Denn auch ich habe früher als Kind immer irgendwas anderes vorgeschoben. Bauchweh, Kopfschmerzen, Übelkeit, sämtliche Krankheiten, nur weil ich irgendwas Trauriges im Fernsehen gesehen habe oder sonst irgendwas. Ich habe inzwischen meinen Kindern, wie gesagt, beigebracht, dass sie das bitte offen damit umgehen sollen, dass sie etwas berührt und dass sie mit der Situation nicht klarkommen, damit eben von Anfang an die Kinder lernen, damit umzugehen. Dass sie wissen, was das ist, dass sie wissen, dass sie nicht schlecht oder falsch sind oder dieses ist doch nur ein Film, stell dich nicht so an. Da können die am meisten kotzen. Ist ja nur gespielt. Ja, trotzdem. Auch wenn es nur gespielt ist. Also der schlimmste Film, den ich je gesehen habe, war neben Das letzte Einhorn und Bambi in meinem Himmel. Also ich habe bei diesem Film, glaube ich, 1,5 Stunden lang durchgerannt und ich möchte ihn nie wiedersehen. Ich möchte ihn einfach nicht mehr sehen. Ich möchte sowas nicht mehr sehen. Also meine große Tochter ist inzwischen so weit, dass sie mit ihrer Hochsensibilität umgehen kann und auch kein Problem hat, das zu benennen, wenn sie zum Beispiel in eine Situation kommt. Beste Beispiel, sie haben kürzlich in der Klasse einen Film geguckt, der sehr traurig war. Und meine Tochter musste heulen. Und sie ist in der 12. Klasse. Sie ist in der 12. Klasse und saß da, okay, sie ist jetzt erst 16, aber saß da und war die Einzige, die Rotz und Wasser geheult hat, weil sie tatsächlich diesen Film so schlimm fand. Und da ziehe ich echt den Hut vor ihr, weil ich weiß noch, wie ich damals auch in so einer Situation war. Es war in der 6. Klasse und wir haben in einem Land vor unserer Zeit geguckt und ich wusste, bald wird Littlefoots Mama sterben und du wirst damit nicht klarkommen. Und was habe ich gemacht? Ich habe meine Mitschüler gezankt und terrorisiert, sie mit Papierkügelchen beschmissen und irgendeinen unter den Tisch getreten, nur damit der Lehrer mich rausschmeißt. Ja, so war ich. So war ich. Ich konnte nicht dazu stehen. Und deswegen, bitte, 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 liebe Eltern, wenn ihr hochsensible Kinder habt, nehmt das ernst. Die Kinder leiden wirklich. Lasst sie nicht, zwingt sie nicht zu irgendwelchen Kinderfilmen, Disney. Disney ist für mich absolut ein rotes Tuch, weil ständig stürmen da irgendwelche Elternteile. Oh, es klingelt. Sekunde. Bist du da? Faden verloren? Ja, also Disney ist wirklich ganz schlimm. Solltet ihr euren Kindern nicht antun, beziehungsweise vorher abchecken, wie sensibel das Kind ist, dass es sowas überhaupt verkraften kann. An dieser Stelle muss ich dann nochmal sagen, Hut ab McDonald's. Da habt ihr eure Werbeaufgabe tatsächlich blendend erfüllt, denn ich will nicht sagen, ich bin darauf reingefallen, weil eigentlich weiß ich das, dass es Werbung ist und was Werbung bezwecken soll. Aber ich habe ihn tatsächlich gekauft. Denn, aber nicht, weil meine Tochter diesen Eisbären unbedingt haben möchte, sondern einfach, weil ihr mit dieser Werbung ihr das Herz gebrochen habt. Ihr habt meiner Tochter in dieser scheiß fucking Werbung das Herz gebrochen und jetzt denkt sie die ganze Zeit, da draußen würde ein kleiner Plüsch-Eisbär-Teddy ohne Heimat und ohne Liebe und ohne Wärme irgendwo in den Wäldern liegen und sie kann nichts dagegen tun. Und deswegen habe ich tatsächlich diesen Eisbären bestellt
Und sie wird ihn zu Weihnachten kriegen. Ich hoffe, dass dann das Trauma damit ein bisschen besänftigt wird. Achtet auf eure Kinder und nehmt es ernst. Nehmt die Sensibilität ernst, denn sie kann tatsächlich traumatisieren. Und das ist nicht schön, wenn man traumatisiert wird. Ich muss jetzt leider aufhören. Ich muss jetzt... In diesem Sinne, bis bald. Und ich sehe nur noch 4 Tage. Tschüss.